wenn man Platte sagt, denkt man ja jetzt nicht unbedingt an diesen WBS-70-Grundriss, sondern man denkt an irgendwelche abgeranzten Gebiete. Stadtsee ist gut in mancher Hinsicht, aber auch schlecht. Na klar gibt es hier auch Leute, die Schwierigkeiten haben, ihre Wohnung zu bezahlen. Wir arbeiten im Brennpunkt auf jeden Fall. Das Viertel Stendal-Stadtsee ist für Dennis Müller sein zweites Zuhause. Er ist einer von 8 Hausmeistern, die im Auftrag des größten Vermieters der Altmark, der Stendaler Wohnungsgesellschaft, im weitläufigen Quartier für die Instandhaltung und das Wohlbefinden der Mieter sorgen. Dass der 40-Jährige seinen Traumjob gefunden hat, war reiner Zufall. War ich auf einer Hochzeit und habe auch gut eingetrunken und bin nächsten Morgen mit einer Telefonnummer auf dem Arm wach geworden. Ich war mit meiner Freundin da und wusste halt nicht wirklich, wo die Nummer her ist. Ja, und dann hat sie mir bis morgens gesagt, nee, ruf da mal an, das geht um einen Job in Stendal als Hausmeister. Ich dachte, boah, Bombe, das wär's ja, wenn das klappt. Ja, und jetzt bin ich 11 Jahre hier. Inzwischen kennen ihn die meisten der Bewohner, den Mann für alle Fälle, der oft mehr ist als nur der Retter in der Not. Dann, wenn etwas wieder zum Laufen gebracht werden soll, beziehungsweise muss. So wie bei Frau Hensch die Heizung. Das war's schon. Die erste Sache dieses Montags ist damit geschafft. Na, für ihr ist das ja die Wohnung, das ist ja ihr Reich. Sag mal, für mich ist es halt eine Wohnung von 4.000. Aber für die Frau Hensch ist es halt ihre Wohnung, ja. Und wenn die halt kalt ist, tue ich eigentlich so viel wie möglich, dass die das so schön hat. Wie ist der knackig heiß? Und das heißt? Ja. Schönen Dank, Herr Müller, ja? Zum nächsten. Die folgende Aufgabe scheint eine Kleinigkeit zu sein. Aber wichtig ist es für die ältere Dame aus der 7. Etage rechts trotzdem, damit dieser Morgen wirklich ein guter Morgen wird. Hallo Frau Köttke. Das sind die Puzzle, die Sie bei... Ja, wollen Sie den Beutel gleich wieder haben? Nee, den können Sie behalten. Ach so? Ja. Dankeschön. Bitte Herr Müller, es ist aber schön, dass ich Sie noch mal sehe. Ja? Nächstes Jahr im Sommer gehe ich ins Heim. Ich hatte schon richtig Sehnsucht. Für die einen ist Stadtsee seit Jahrzehnten ihr Zuhause. Anderen wie Dennis bietet das Wohnquartier einen Arbeitsplatz. Für Matthias Hübner ist das Gebiet Lebensgeschichte. Es war sein erstes Großprojekt, das er als Direktor des Betonwerks zu DDR-Zeiten hochzog. Wie lange an einem Block gearbeitet wird, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil wir Taktstraßen hatten. Taktstraßen zu vergleichen mit einer Fließfertigung in der Autoindustrie. Man hat begonnen, das Fundament zu machen, die Montage, den Innenausbau. Und in der Zeit wurde schon wieder das nächste Fundament gegossen, die nächsten Häuser montiert, die nächsten Innenausbauten, sodass das immer takt, takt, takt. Und dann musste monatlich eine Anzahl Wohnungen jeden Monat fertig sein. So entstehen seit Grundsteinlegung 1971 in 15 Jahren Stadtsee 1, 2 und zum Schluss Stadtsee 3. Die Platte soll Wohnort auch für die sein, die das dritte DDR-Atomkraftwerk in der Nähe von Stendal errichten. In kurzer Zeit wird viel Wohnraum benötigt. Oft eine Herausforderung, was die Kreativität angeht, bei den Machern. Da wären beispielsweise die Einbauküchen, die es zum Mietvertrag in Stadtsee inklusive dazu gab. Die Küchen kamen aus einem Herstellungswerk aus dem Gefängnis. Und wenn es eine Amnestie gab, dann hatten wir Probleme. Bis die wieder so weit waren, dass die weiter produziert haben, haben wir keine Küchen gehabt. Das war eine ganz große Sache. Aber die Leute haben durch die Amnestie
ihre Freiheit bekommen. Freiheit, herbeigewünscht auch von vielen DDR-Bürgern, wird für das Stadtgebiet jedoch zu einem Schicksalswendepunkt. Mit der Wende kehren viele Menschen Stendal den Rücken. Wegen des hohen Leerstandes wird im Jahr 2001 die erste Platte in Stadtsee wieder abgerissen. Bis heute setzt sich der Rückbau fort. Also der Block soll nächstes Jahr passieren. Die drei Eingänge sind dann 23 dran mit dem Rückbau. Doch es weht auch ein frischer Wind durch Stadtsee. Vor knapp 4 Jahren beispielsweise zog Christoph Schäfer in die Altmark. Mit seinem Ärztehaus ist er nun der größte Arbeitgeber im Kiez. Der El-Jeffrey, 3. Etage, genau. Etage. Lungenarzt. Ja? Ja. Und los. Ja? Danke. Geht das so? Geht so. Doch eine ganze Menge heute. Ja, das ist noch mehr Fliegen. Christoph Schäfer ist 43 Jahre alt und ein waschechter Junge aus Stendal-Stadtsee. Vor fast 4 Jahren übernahm er die Verantwortung für das Ärztehaus samt 2 Apotheken, Pflegedienst, Dialysezentrum und Botenservice am Rande des Viertels. Nun leitet er die Geschicke von 60 eigenen Angestellten und kümmert sich um die komplette Verwaltung des medizinischen Versorgungszentrums. Zu meinen Aufgaben hier gehört es in allererster Linie, positive Energie auszustrahlen, ja, freundlich zu sein zu meiner Ärzteschaft, zu meinen Mitarbeitern, um einfach hier erstmal ein gutes Gefühl aufzubauen und dann natürlich auch zu gucken, wo ist ein tropfender Wasserhahn, wo funktioniert die Spülung nicht und da natürlich auch mit Hilfe der Hausverwaltung dort schnell Abhilfe zu schaffen. Oder ein Testzentrum aufzubauen, Parkmöglichkeiten anzubieten, um jetzt auch der Corona-Pandemie irgendwo Einhalt zu bieten. Das Roland-Ärztehaus in Stendal hat in den vergangenen 40 Jahren große Veränderungen mitgemacht. Zwischen 1976 und 78 als Poliklinik für die Beschäftigten des Kernkraftwerks Arneburg sowie für die Stadtseebewohner gebaut, schließt die Einrichtung nach der Wende. Lange steht das Gebäude leer, wie so vieles in Stendal-Stadtsee. Leben in den Komplex zieht erst 1991 wieder ein, als der Vater von Christoph Schäfer im Erdgeschoss seine Apotheke eröffnet. Ein Erbe, dem sich der Familienvater verpflichtet fühlt. So kehrt er gemeinsam mit seiner Familie in die alte Heimat zurück, um zu bleiben. Viele Jahre ist das her. Das war unsere Herausforderung, ja. Dort einfach auch einen anderen Weg zu beschreiten als den wir schon kannten. Die Freunde haben uns zum Teil argwöhnisch belächelt, ja, oder einfach gedacht, mal schauen, wann sie wiederkommen. Aber wir haben einfach gewusst, dass das hier im Gesamtkonzept mit den Menschen, mit den Ärzten, mit unserem Know-how, mit unserer interkulturellen Kompetenz, die wir haben, hier was Großes zu bewegen. Der Ruf ist mir egal. Also den haben wir für uns auch umgekehrt. Ich glaube, das ist immer eine Frage der Perspektive. Denn da, wo es schön ist, kann man schnell schöne Sachen machen. Aber da, wo es ein bisschen schwieriger ist und wo sich vielleicht keiner richtig hintraut, da etwas gut zu machen, da sind die Leute doch umso dankbarer, wenn es gelingt. Im kürzlich eröffneten Café im Erdgeschoss des stadtteilprägenden Baus beispielsweise merkt man es richtig deutlich. Bei einer Tasse Kaffee wird hier gerne mal über Vergangenheit und Zukunft gesprochen. Öfters schaut auch Ursula Zielinski vorbei. Die ehemalige Leiterin der Inhalationsabteilung der Poliklinik wohnt immer noch in Stadtsee. Ihr Dienst am Menschen wurde zu einem Teil ihres Lebens. Bis heute begrüßt mancher ihrer Patienten sie mit einem liebevollen Hallo Tante Zilli, wie geht's? Ich bin zwar selber alt geworden, weißhaarig, aber es sind immer noch Leute, als Corona noch nicht so ausgeprägt war, da sind mir manche um den Hals gefallen, bei der Treppe dort, Rolltreppe, und haben, oh, Tante Zilli, haben wir lange nicht gesehen. Dann kommen jeden Tag ehemalige Patientinnen bei mir beim Balkon vorbei, mit ihren erwachsenen Töchtern, wo dann auch die Mutti sagt, die inzwischen auch am Rollator geht, guck mal, da ist die Tante Zilli. Und das freut einen, dass man immer noch nicht vergessen hat. Viele Menschen, viele persönliche Geschichten und Schicksale. Das Gesicht von Stendal-Stadtsee wandelt sich. Auch wenn es, ja,
immer noch auch die hässlichen Ecken gibt. Und Probleme wie niedrige Kaufkraft oder hohe Arbeitslosigkeit. Der Stadtsee als solches ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Und das schon lange nicht mehr. Und mein Gefühl ist, wenn Sie mich persönlich fragen, ist, dass der Stadtsee auf alle Fälle eine Perspektive verdient hat und die auch bekommen wird. Allerdings liegen in Stadtsee Licht und Schatten dicht beieinander. Die Tafel versorgt allein dreimal die Woche rund 1000 Menschen im Quartier mit dem Notwendigsten. Eigentlich müsste in der Gesellschaft sein, das funktionieren, dass für alle richtig was da ist. Ja, überwinden musste ich mich auf jeden Fall oder wir uns auf jeden Fall. Aber was nützt das? Ja, wenn Geld nicht reicht, dann greift man eben gerne auf so ein Angebot zurück. Seit einigen Jahren schon ist Bernd Mattis Kunde bei der Tafel. Einmal die Woche holt er für sich und seine Frau hier Lebensnotwendiges ab. Als Kfz-Meister war er mal selbstständig. Doch dann spielte seine Gesundheit nicht mit. Damit begann die schwere Zeit für die Familie. Man zog nach Stadtsee. Musste lernen, sich extrem einzuschränken. In der Tafel ist das kein Thema. Mehr noch, weil man weiß, wie krank der Stendaler ist, bekommt er stets etwas extra gepackt. Wir haben zwei Patienten, die kommen donnerstags immer. Die kriegen extra eine kleine Tüte, die ist ungefähr so, mal so, nur Obst, außer der Reihe. Auch für die anderen Tafelkunden wird nicht einfach wahllos in die Tüten gesteckt, was da ist. Gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund, und davon gibt's viele in Stadtsee 3, gibt es kulturelle Essgewohnheiten zu beachten. Um sie kümmert sich unter anderem Ali Hashimi. Nach seiner Flucht aus Afghanistan 2004 hatte man ihm in der Tafel geholfen. Nun engagiert er sich für die, die neu ankommen. Wir müssen beachten, dass nicht Schweinefleisch und sowas nicht drin ist. Oder Salami oder sowas. Manchmal auch die Wurst. Alle die fragen, ja, wieso, wir wollen wissen, dass es Schweine oder nicht. Man kann die Grenze nicht sehen, aber jeder in Stendal weiß, dass sie da ist, zwischen den einzelnen Quartieren in Stadtsee. Stadtsee ist nämlich nicht gleich Stadtsee. Dort, wo das Shoppingcenter steht, da beginnt Stadtsee 3. Und mittendrin hat die Tafel ihre Ausgabe. Wir arbeiten im Brennpunkt auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich auch mal eine Situation hier an der Tafel, dass die Leute draußen standen und irgendwer vorbeigelaufen ist und sagte, ach guck mal, die Assis von Stadtsee 3 stehen schon wieder vor der Tür und warten auf ihr Essen. Die Köpfe sind einfach alle nach unten gegangen. Es hat sich auch keiner gewehrt dagegen. Also es war dann einfach, die Scham war dann noch größer gewesen. Allein, es gibt Menschen, die sich nicht abfinden wollen mit der Situation, wie sie war oder zu sein scheint. In Stendal Stadtsee 3 sitzen sie in der Menzelstraße. Gleich neben der Tafel hat seit 30 Jahren der Verein Kunstplatte mit seinem kulturellen Angebot die Türen geöffnet. Man darf so nicht verallgemeinern. Und das Klischee, ja, ein Außenstehender macht, da will ich nie wohnen. Aber die, die hier wohnen, auch die Senioren, die sind schon glücklich. Haus, Dachfenster. Haus. Hausmeisterprüfung. Super, cool, ja. Wo wir gerade bei besonderen Herausforderungen für einen Hausmeister sind, bei Herrn Müller ist die Großreinemacherrunde angesagt. Dabei stößt er immer wieder aufs gleiche Ärgernis, die illegal entsorgten Einkaufswagen. 10 bis 15 Stück pro Woche kommen in der Regel locker zusammen. Ach ja, und die Sache mit dem Sperrmüll ist ebenfalls so ein Thema für sich. Ja, im Groben und Ganzen, ja, also man, es gibt überall richtig Jute, es gibt aber überall auch Ferkel. Die gibt's, ja, ist doch in eins. Aber hier oben ist es ein bisschen schlimmer. Klar, es gibt solche Ecken und solche Ecken, egal wo. In der Schomburg 37, nur wenige Ecken vom Sperrmüllplatz entfernt, ist der Besen zu schwingen. Auch kein Ding der Unmöglichkeit für ihn. Ebenso wie der Bereitschaftsdienst. Wir haben 24-7, also 7 Tage am Stück, 24 Stunden. Von Montag um 7 bis danach dem Montag um 7. Und dann ist der nächste Kollege dran. Und in 6, also in 7 Wochen, ist man dann wieder selber dran. Indes in der Kunstplatte hat der Vereinschef bereits den nächsten Termin. Susi, eigentlich Susan Racho, hat ihren ganzen Mut zusammengenommen und sich hier einen Vorstellungstermin organisiert. Ja, da haben wir das so gemacht.
Ich finde es ganz toll, dass Sie so allein auf uns zugekommen sind, also, weil das gibt es ganz selten. Ja, mir wurde das vorher geschlagen, weil ich kenne ja viele Leute hier aus Ständern und da hat jemand gesagt, geh doch mal eine Kunstplatte nachfragen. Eigeninitiative, die nicht so häufig vorkommt. Im Verein freut man sich über jede helfende Hand. Also Nummern austauschen und dann schauen wir mal. Ja, also, verbleiben wir so, ja? Ich bin nicht wählerisch, also ich lerne immer wieder was dazu. Ja, na, dann gucken wir mal. Wie heißt es doch so schön, das Sprichwort? Man ist so alt wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu. Dieser Morgen beginnt für Dennis Müller mit einer Aufgabe, die er nicht wirklich mit Spaß an der Arbeit verbindet. Nützt aber nichts. Müll aufpicken muss gemacht werden. Ich bilde mir dann immer ein, dass ich das für die Jutmieter mache, dass die das hier relativ schön haben. Und wenn sich die Mieter freuen, dann tut's der Hausmeisterseele gut. Also ran ans Laub. Davon gibt es saisonbedingt jede Menge. Aber Zeit für einen Plausch, die ist immer drin. Vor allem, wenn Otto vorbeischaut. Otto ist mein ältester Mieter. Also wenn man Hundejahre mal 7 nimmt, dann... Otto wird 20 nächstes Jahr im April, Mai? April, ja. April wird er 20. Ja. Er verwöhnt uns. Und wir können mit jedem Problem zu ihm kommen. Also wirklich jetzt. Ja, also da ist absolut... Davon abgesehen, beide Hausmeister, ja, wenn der andere da ist. Ich vergesse mir ja den Jörg nicht. Nein, Jörg vergesse ich nicht. Auf keinen Fall, nein. Also wir können es wirklich nicht beklagen. Die eine Dame geht, die nächste kommt. Dieses Mal ist sogar Begrüßung mit Drücker angesagt. Ist normal nicht Standard, würde ich auch nicht machen. Aber uns verbindet eine Rettungsaktion. Also sie hat wiederbelebt, ich habe Herzdruckmassage ausgeführt und so weit Schwestern. Doch zusammen. 1.100 Wohnungen betreut Herr Müller. 1.100 Geschichten kommen locker zusammen. Manche sind schön, andere wiederum lassen einen nachdenklich werden. Am anderen Ende von Stadtsee, nämlich in Stadtsee 3, haben währenddessen Susi, Denise und Nancy auf dem halbrunden Vorplatz, den sie nur die Platte nennen, auf der Lieblingsbank Platz genommen. Wie immer. Wie viele, insbesondere in diesem Teil des weitläufigen Viertels, müssen sie mit dem Geld haushalten. Doch dass sie im Brennpunkt wohnen, gar hier gestrandet wären, wie geht's ihnen da? Nicht wirklich gut. Man wird auch hier manchmal abgestellt, wegen der Arbeit mäßig. Wo wohnst du, Stadtsee 3? Jeder Mensch, der hier wohnt, ob das ein Alkoholiker oder sonst was, die haben ja ihre Geschichte. Das hat ja einen Grund, warum die Menschen denn vielleicht so sind. Und das sollte einfach aufhören, diese Vorurteile. Dann sollen sie doch lieber mit den Menschen ins Gespräch kommen und mehr über den Menschen erfahren, anstatt zu sagen, ja, das ist ein Assi. Diese Einladung zum Gespräch werden wir am Abend wahrnehmen. Die Menschen hinter der Fassade sehen, das haben sich die Herausgeber des Stadtsehers seit 14 Jahren auf die Fahnen geschrieben. Eine von ihnen ist Susanne Becker. Obwohl die Stadtteilmanagerin sich kümmert, dass das Leben in Stendal-Stadtsee etwas bunter wird, hat auch sie mit vorgefertigten Meinungen zu kämpfen. Stadtsee, vor allem Stadtsee 3, sei ein Problemgebiet. Es gibt halt auch immer Familien, die versuchen immer noch das Beste aus allem zu machen, auch wenn es ihnen nicht so gut geht und auch wenn sie nicht die besten Voraussetzungen mitbringen, versuchen sie trotzdem das Beste für sich, für ihre Kinder auch noch rauszuholen. Aber dann gibt es eben auch Familien, die wirklich aufgegeben haben oder Menschen, die aufgegeben haben. Und für die das dann eben auch nicht mehr wichtig ist, zu gucken, wird es mir da vielleicht besser gehen oder könnte ich da vielleicht Hilfe bekommen. Zurück zu unseren drei Mädels. Susi, seit 30 Jahren ohne festen Arbeitsplatz, Nancy und Denise haben sich am Abend verabredet. Gelegenheit, sie zu fragen, wie sie Stadtsee sehen. Ihr Stadtsee sehen, den Ort, wo sie wohnen. Hier komplett zu leben, dein ganzes Leben? Nee. Also ich fühle mich hier nur zwischengeparkt, sag ich mal, A, um Kontakte zu knüpfen, B, um Ausschau zu halten wegen barrierefreie Wohnungen. Und dann würde ich eigentlich schon denn lieber woanders hinziehen wollen. Also mein ganzes Leben will ich hier nicht unbedingt sein. Ja, auch nur durch Kontakte knüpfen, Freunde suchen, erfinden. Und das war's eigentlich. Also schön nach Malle ziehen. Malle. Geil. Nur mal richtig schön Lotto gewinnen, aber ich spiele ja selten. Das sind immer alle Menschen auf Kohle außen. Nö, nee, das nicht, nö. Weil ich sag mal, Geld ist wichtig, ja, spielt eine große Rolle. Aber Geld alleine
weiß ich nicht. Geld macht mich glücklich, sag ich. Nee, ist auch so. Weil ich sag mal, du kannst den geilsten Job haben, verdienst, sag ich mal, 1 Million Euro, kannst dir alles leisten, dann haben doch die Gegenstände, die man sich leisten kann, dann gar keinen Wert mehr. Das stimmt. Ja, wichtig ist, dass man doch zufrieden ist in seinem Leben, im Beruf, mit seiner Wohnung, mit seinem Umfeld. Dass man, ja, glücklich ist. Klar gibt's noch das schmucklose Einheitsgrau der DDR-Platte. Ebenfalls klar, die Miete in mancher Platte ist preiswerter als anderswo in Stendal. Es wäre dennoch zu einfach, ein ganzes Viertel samt 10.000 Bewohnern über einen Kamm zu scheren. Wir hatten hier nur unsanierte Häuser, damit war es natürlich auch ein Potenzialgebiet, ja, mit teilweise wirklich schwierigen Mietern. Also ein befreundeter Kita hat mir immer gesagt, er geht hier nicht her, er lässt sich nicht abstechen. Das war so die Stimmung, die hier herrscht. Ja. Und dann war die Idee, das Gebiet fassen wir zuerst an. Das Wohnviertel. Noch dazu so ein weitläufiges. Es funktioniert wie eine kleine Stadt in der Stadt. Trotz allem Alltag nicht alltäglich sein, ist da umso wichtiger. Familie Blitz in der Nachtigall 15 beispielsweise wünscht sich eine Modernisierung im Bad. Na, das können wir ja neu machen. Wir würden dann auch gleich sowas wie einen Handtuchhalter anbauen, wenn Ihnen das recht ist. Gut, ja. Seit 16 Jahren wohnt der 92-jährige Kurt Blitz mit seiner Frau in der Vierraumwohnung nicht weit vom Hausmeisterstützpunkt. Für ihr kleines Glück Neubau zahlen sie knapp 500 Euro Miete inklusive Nebenkosten. Nach Stadtsee, also Stadtsee 1 zu gehen, war für sie eine bewusste Entscheidung. Ja, das haben viele Leute manchmal gesagt, warum zieht ihr da hin? Aber die Wohnung war doch schön, die Gegend ist in Ordnung. Stadtsee 3 ist so ein bisschen verrufen, weil da Arbeitslose gezogen sind, wie es in jeder Stadt ist. Hauptsache, man kann schön wohnen. Während die einen entspannt ihrer Badrenovierung entgegensehen, geht's am Stadtsee, im größten Wohnhaus des Gebiets, dem Chamäleon-Block, zu wie in einem Bienenstock. Mittagszeit ist hier Postzeit. Und zwar im XXL-Format. Concierge, bitte Paket holen. Ja, danke. Ja, vermutet man nicht. Einen Concierge-Service gibt's in Stadtsee mittlerweile auch. Und so etwas zieht. Ebenso wie Fahrstuhl, Top-Aussicht und das Rundum-Sorglos-Paket des Chamäleon Elver. Beispielsweise Doris und Ulrich Hebecker haben bewusst ihre Eigentumswohnung aufgegeben und sind hierher gezogen. Früher war es mal wirklich hier ein Ghetto. Das war nach der Wende. Aber seitdem wir hier wohnen, ja. Nein, ehrlich. Wir wohnen jetzt knapp 10 Jahre hier. Ja. Herr Jirschek hat uns schon geholfen in vielen Lebenslagen, muss ich immer wieder sagen. Herr Jirschek ist übrigens der Chef der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft. Den Sachsen verschlug es an den Stadtsee als Sanierer. Um sein neues Betätigungsfeld kennenzulernen, mietet er sich anfangs eine Wohnung im Betonquader direkt im Problemgebiet. Er zieht um die Häuser und macht dabei für sich interessante Erfahrungen. Dann waren wir hier im Stadtseegebiet unterwegs, haben tatsächlich eine Kneipe gefunden, haben ein Bier getrunken. Und die Geschichte habe ich dann ein paar Tage später in meinem Leitungsteam erzählt. Und die meinten dann so sinngemäß, was? Sie waren nachts alleine in Stadtsee unterwegs? Da dachte ich, hier stimmt doch irgendwas nicht, ja? Also das ist das größte Gebiet, das ist auch unser größtes Gebiet. Wir haben 3/4 unserer Wohnung hier. Wenn die eigenen Mitarbeiter, die leitenden Mitarbeiter sagen, um Gottes Willen, hier kannst du nachts dich nicht rumtreiben, dann hast du ein Problem, dann musst du dringend was machen, ja? Er hat was gemacht. Wenn auch seine Entscheidungen mitunter nicht immer populär waren. Stadtsee 1, 2 oder 3, das Gesicht des Viertels wandelt sich. Doch das negative Image vom Brennpunkt, Ghetto oder Schmuddelplatte hält sich trotz allem Engagement weiterhin hartnäckig. Das trifft mich natürlich persönlich ganz, ganz doll, weil es auch ja in weiten Teilen wirklich nicht der Realität entspricht. Natürlich haben wir in Stadtsee auch Ecken, es ist in so einem riesengroßen Plattenbaugebiet mit 10.000 Mietern natürlich auch kein Wunder, aber in der Masse sehen die Gebiete inzwischen toll aus, haben wir tolle Mieter, aber das sagen natürlich häufig Leute, die schon 10 Jahre nicht mehr hier waren. Das finde ich auch ganz, ganz spannend, wenn man mit Leuten manchmal aus irgendwelchen Gründen noch immer hier durch Stadtsee fährt und sagt, oh, das hat sich ja verändert. Ja, vielleicht ab und zu mal hier durchfahren und sich selber ein Bild machen, als irgendwelche Geschichten immer wieder zu wiederholen, die 100 Jahre alt sind. Finde ich schwierig. Und ja, trifft mich persönlich. Spezialauftrag Weihnachtsbaum nähert sich dem Ende.
Na, so eine kleine Sachen, die man eigentlich nicht machen müsste, das zeigt, also bilde ich mir ein, dass das so uns auszeichnet, mein Kollege. Und also das ist so, man muss es nicht mal, macht es, aber macht es gerne. Man freut sich, dass die Mieter sich freuen. Es ist an der Zeit für ein neues Kapitel, das Stendal Stadtsee zeigt, wie aus Geschichte Perspektiven entstehen können. Heute, morgen und die zahlreichen Tage, die noch folgen, ebenso. Stadtsee war für mich immer ein graues Tuch. Ja, Platte, nicht so schön. Aber man wächst ja damit. Also man lernt so viele schöne Menschen kennen, liebe Menschen. Ich denke mal, die meisten Stadtseeher, sagt, kann man ja sagen, das ist wie eine große Familie.